Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen am Sonntag zu einem neuen Unboxing. Ihr konntet es schon sehen, wir haben heute wieder Karat Art am Start. Und es ist ein super, 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 super schönes Bild. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Da haben wir schon mal den Karton. Er ist auch ein bisschen länger. Und auspacken tun wir es natürlich auch. Ich würde sagen, wir starten direkt. Der ist, hat keine Folie drumherum, ist aber auch tatsächlich gar nicht schlimm. Ich muss aber jetzt mal gucken, wie ich euch den aufmache, weil da ist wirklich groß, der Karton. Und ich zeige euch gleich mal die eine Ecke da, wo das Bild auch immer drauf gedruckt ist. Dann könnt ihr schon mal zumindest die Maße so ein bisschen sehen. Da haben wir das gute Stück. Oh, da ist nichts mehr drin. Okay, also, wir haben... Oh, könnt ihr das sehen? Ja, so können wir das ganz gut sehen, ne? Wir haben Pond, keine Ahnung, von Nina, ja, jetzt geht's wieder mit los mit dem Namen, Lactadure, würde ich mal sagen, heißt es. Und zwar ist das Bild 60 mal 79 cm groß. Ja, danke schön, Janina, hast du gut gemacht. Aber das Motiv ist echt so wunderschön. So ein Mädchen mit einem Schwan am Seeufer. Finde ich sehr schön. Wir gucken uns gleich mal das Bild an. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Ich kann euch das Bild gleich nochmal in größer zeigen, weil wir haben ja wahrscheinlich auch wieder eine Legende dabei. Ups. Und dann können wir schon mal reinschauen. Was wir auf jeden Fall auch immer auf dem Karton drauf haben, und das haben wir immer drauf, das ist egal, welche Art von Karton es ist, ist die Instruktion in Deutsch und in Englisch mit Bildern drauf, wie wir vorzugehen haben. Für jemand, der neu ist, ist das super, super praktisch. Wir haben es in Englisch beschrieben und in Deutsch beschrieben. Das heißt, wenn einer nicht unbedingt Englisch kann, hat er zumindest die Möglichkeit, es auf Deutsch zu lesen. Ich denke, Deutsch und Englisch, es ist eine deutsche Firma. Da finde ich sehr, sehr toll, dass die Sachen in Deutsch drauf sind. Und Englisch so ein bisschen international geht auch. Für mich völlig klar. Was wir hier noch drauf haben, ist das Toolkit. Allerdings ist das, wie gesagt, noch ein alter Karton. Da haben wir noch ein bisschen mehr drin. Wir haben in den Künstlerbildern regulär kein Toolkit mit dazu. Wenn ihr neu seid und noch unbedingt ein Toolkit braucht, bestellt euch das bitte mit dazu. Ne? Dann kriegt ihr auch das Toolkit mit dazu. Normalerweise haben wir kein Toolkit drin, also die Pickup, Schälchen und was haben wir noch? Also Pickup und Schälchen würde wegfallen. Wir hätten also quasi die Leinwand, die Steine und das Wachs. Das Wachs ist auch immer dabei und wir haben auch immer Washi-Tape dabei. Zeige ich euch gleich, müsste gleich nämlich in dem Päckchen drin sein. Und ansonsten haben wir halt vorne nochmal das Logo. Let's the pleasure begin. Piece by piece, just you and your masterpiece. Und ja, ich finde den Karton echt sehr schön. Und ich hebe den Karton auch immer auf, auch wenn ich fertig bin. Weil da kann man nämlich entweder die fertigen Bilder drin lagern, wenn ihr die aufrollt, Steinchen nach außen. Ganz vorsichtig, wie ich wieder in den Karton tut. Oder aber auch andere Bilder transportieren. Ne? Also die Kartons eignen sich super gut, um Bilder zu transportieren, die jetzt so halbfertig sind. Einfach auch einrollen, Steinchen nach außen, in den Karton und dann transportieren, weil die sind schick groß. Also der ist jetzt natürlich besonders lang und groß, aber ihr habt ja dann auch mal kleinere Kartons, mal größere. Dann könnt ihr das so benutzen, wie ihr sie braucht und könnt dann eure Sachen transportieren. Oder eben die fertigen Werke dann auch entsprechend in dem richtigen Originalkarton aufbewahren. Warum auch nicht? Ist ja gar nicht schlimm. Kann man ja auch machen. Dann kann man die schön irgendwo in der Ecke stapeln, auf dem Dachboden, im Keller oder sonst irgendwo und weiß genau, was da für Bilder drin sind, falls man sie nicht aufhängen kann. Es ist ja so, dass man nicht immer alle Bilder aufhängen kann und hin und wieder dann auch mal überlegt, was mache ich jetzt mit den Bildern, wo lagere ich die und wie lagere ich die. Entweder lagert ihr die auseinandergerollt, flach irgendwo, was natürlich den wenigsten Platz wegnimmt, muss man allerdings einen Platz für haben. Idealerweise ist so unterm Bett oder im Bettkasten eine ganz gute Geschichte. Wenn ihr da Platz habt, ist das auf jeden Fall eine coole Geschichte, weil da ist eigentlich immer genug Platz unterm Bett. Wenn ihr ein Meter breites Bett habt, 1 Meter mal 2 Meter, da kriegt ihr schon richtig gut was unter. Es sei denn, ihr habt den Platz andersweitig belegt, dann ist er natürlich schlecht. Aber ich sag mal, so eine flache Mappe oder so oder so ein flacher Karton oder irgendwas findet sich eigentlich fast immer, wo man die Sachen dann reinlagern kann. So, aber wir wollen uns ja mal das Bild anschauen. Schauen wir mal. Wir holen es mal raus. Und dann machen wir mal kurz einen kleinen Schütteltest.
Da sind die zwei Sachen. Einmal das Wachs und einmal das Washi-Tape. Gibt es immer mit dazu, weil das Verbrauchsteile sind. Das heißt, weil ein Toolkit mit einem Schiffchen und einem Stift. Stift nutzt sich nicht ab, Schiffchen nutzt sich nicht ab. Aber Wachs verbraucht ihr halt und auch Washi-Tape könnt ihr verbrauchen. Und dann gibt es das halt immer mit dazu. Finde ich aber auch ganz gut. So, dann haben wir auf jeden Fall noch die Steinchen. Die sind hier auch noch mittendrin. Die ziehe ich mal kurz raus. Und die sind in Druckverschlussbeutel. Und bei Karat Art ist es tatsächlich so, was ich richtig cool finde. Ist aber kein Muss, aber finde ich echt ganz nett. Ist, dass die der Reihe nach sind. Oh je, ich sehe schon. Wir haben 72 Farben. Okay, es ist ein bisschen farbenprächtiger. Also ein bisschen viel mehr Farbe. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall nochmal das Bild. Unten steht nochmal drauf, welcher Artist es ist, wie groß es ist und so weiter. Vorschaubild haben wir auch. Karat Art. Und ihr könnt übrigens mit meinem Code JanineX 10% sparen. Ihr supportet mich auch noch, wenn ihr möchtet. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die neuen Kollektionen damit einkauft. Solange wir noch Event haben, könnt ihr die alten Kollektionen auch mit dem Event-Code JanineX-Event 15 kaufen, verlinke ich euch aber unten auch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr nämlich 15% auf die alten Kollektionen sparen. Und wer eventuell noch nicht am Event teilnimmt und vielleicht doch noch Lust hat einzusteigen, der schnappt sich aus den alten Kollektionen sehr, sehr gerne ein sommerliches Bild, was zum Sommer-Event passt, mit Sommersonne, Strand und Meer. Und macht vielleicht auch mit. Ihr könnt dann auf jeden Fall so ein Eventbild euch schnappen und ihr könnt aber auch jedes andere Bild noch dazu packen in den Warenkorb. So habt ihr auf jeden Fall 15% gespart, habt eure Bilder, eure Lieblingsbilder in den Warenkorb und eingekauft. Ihr könnt auch die Standardkollektionen noch dazu kaufen, die sind auch rabattiert mit 15%. Also alles im Shop auf 15%. Ausnahmen sind die Künstlerkollektionen ab Juni. Die sind von dem Gutschein ausgenommen. Aber alles andere kriegt ihr dann auch mit 15%, was ich schon mal sehr, sehr cool finde. Und dann habt ihr die Möglichkeit, könnt ihr mit einem Event teilnehmen, könnt ihr tolle Preise gewinnen und habt dann auch noch auf euer Bild ein bisschen Geld gespart. Und ja, finde ich ganz gut. So, das ist eigentlich auch tatsächlich ein Bild, was ich sagen würde, kann auch im Sommer-Event teilnehmen, weil das ist auch so ein schönes. Erst ist so ein bisschen Frühlingssommer. Aber geht voll klar als fürs Sommer-Event. Und hier kann man nochmal sehen, 60x79 ist schon sehr, sehr groß. Und das ist das Bild. Ich finde das total schön, dass das Mädchen so am Seeufer, ne, Füße halb im See und der Schwan kommt dann so an. Und ja, finde ich ein voll schönes. Und vor allem guckt euch mal das Gesicht an, wie schön. Ich finde das finde ich total schön gemacht, ne, total schön gemalt. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Spricht mich ästhetisch auch super, super an. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir, seht ihr schon mal den Schwan. Ja, der Schwan ist schon mal zu sehen. Ich bin mal nur gespannt, ob der durch die Schattierungen auch gut rauskommt. Man kann das hier leider nicht so sehen, weil wir sehr viel Weiß mit Schwarz haben. Aber hier sieht man, wenn man näher rangeht, auch sehr, sehr viele verschiedene Symbole. Sieht man jetzt auf Anhieb nicht, aber das muss man geklebt sehen, ne? Weil es natürlich auch ein weißer Schwan ist. Der braucht natürlich so ein paar Abgrenzungen. Die sind wahrscheinlich drin. Man sieht sie jetzt auf dem Druck nicht so, weil wir natürlich einen hellen Unterdruck haben und schwarze Symbole obendrauf. Muss man einfach mal vertrauen. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall noch die Seerosen. Hier würde sich sehr gut AB-Steine empfehlen. Tatsächlich sind da auch welche drin, sehe ich auf Anhieb schon. Sehr, sehr cool. Ja. Sind aber keine. Doch, sind hier ein paar helle sind drin. Von den dunklen sind keine drin. Also nur diese gelben Punkte und ganz bisschen von dem Lila. Hier unten auch. So. Kann ich auf jeden Fall schon mal sehen. So. Hier in den Seerosenblättern haben wir auch AB-Steine drin, die kann man auch schon sehen. Das ist auch das, was ich tatsächlich machen würde. Ne, richtig cool. Hier bei dem Schnabel von dem, wartet. Bei dem Schnabel von dem Schwan sind auch AB-Steine drin. Muss mal gucken, ob ich tatsächlich nochmal direkt was finde. Die anderen müssen wir uns gleich mal angucken, wo die sitzen. Weil das Bild ist nämlich schon ein bisschen größer. Ich rutsche euch mal das und mache euch das mal breit. So. Und da kommen wir zu dem Gesicht. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen komisch aus, aber man muss gucken, wie das hinterher mit den Farben aussieht. Das ist halt leider immer so ein bisschen knifflig. Gesichter sind immer ein bisschen schwierig zu pixeln und auch von der Farbauswahl.
Aber es sieht so erstmal schon richtig cool aus. Man muss halt nur gucken, wie die Steinchen da drauf sitzen, wie das dann hinterher mit den Steinchen aussieht, weil so sieht es natürlich erstmal ein bisschen komisch aus. Ja, sehr, sehr cool. Finde ich richtig gut. Wir haben jetzt hier in den Blüten haben wir auch ein paar AB-Steine drin. Aber ich will mal noch mal gucken, wo wir noch AB-Steine drin haben. Wartet mal. Wir brauchen, das L habe ich ja gesagt. Das T ist die 775. Ah, okay. Das T haben wir. Hier unten drin. Hier ist das T ein bisschen drin. Also bei dem Schwan und der Hand. Dann haben wir das T unten im Wasser. Hier ist ein bisschen von dem T drin. Hier unten. Und auch hier mal so zwischendurch. Dann haben wir noch so ein Symbol mit so einem Raute-Ding. Sitzt das hier unten auch? Ja, das ist auch hier so ein bisschen verteilt im Wasser. Das ist immer schwierig jetzt, weil das Bild halt sehr, sehr groß ist, die Sachen zu finden. Okay. Gucken wir mal. Die 973 hatte ich euch schon gezeigt. Das ist das im Schwan und auch in den Blüten drin. Die 963 ist ein Gleichheitszeichen mit einem Strich durch. Das ist hier im Kleid drin. Hier im Kleid sind die Symbole drin. Oh mein Gott. Es ist aber auch, meine Güte. Hier im Kleid, so an den Falten lang, sind die Symbole dran hier. So ein bisschen. Haben wir sie sonst noch irgendwo? Ich guck mal hier oben. Nee. So, oben in den Blüten hatte ich euch schon gezeigt, in den Blättern hatte ich euch schon gezeigt. Wir brauchen mal noch das X. Das X haben wir auch. X, es ist so ein helles Grün. Ja, okay, das sind hier oben. Also hier oben in den Blättern sind auch ein paar AB-Steine drin. Das ist die 166, aber nicht viel, nur so ein bisschen. Hier sind tatsächlich gar keine AB-Steine drin, was ich auch nicht schlimm finde. Ja. Hier ist noch mal ein bisschen AB drin, hier in dem hellen, wo es so ein bisschen übergeht. Hier oben ist noch was an den hellen Stellen und hier. Da ist noch mal ein bisschen helles Lila. Ja, aber der Druck ist wirklich super. Da habe ich jetzt auf Anhieb auch nichts gefunden, was ich jetzt irgendwie schwierig finde oder so. Ne? Es sieht alles super aus. Ich zeige euch das auch noch mal. Wir gucken mal. Könnt ihr auch sehen, auch die hellen Stellen, ist alles super. Da kann man wirklich alles sehr, sehr gut lesen. Also ich gab vom Druck her gar keine Probleme. Ich habe da hin und wieder immer schon mal Bilder gegriffen oder bekommen, wo ich natürlich genau mit meiner Bildauswahl irgendwie so ein Symbol drin hatte, was so hell auf hell war. Das kann man tatsächlich nicht verhindern. Das sieht man immer erst, wenn man die Sachen fertig dann in der Hand hat. Aber hier sieht alles super aus. Aber auch das ist gar kein Problem. Das teilt man dem Kundensupport von Karat Art mit. Bei uns ist die Schnittstelle ja die Mila. Und die kann das dann für die kommenden Restocks oder für die kommenden Bilder, die dann einfach bestellt werden, einfach ein bisschen ausbügeln und auskorrigieren. Und dann ist das in der nächsten Charge dann schon gar nicht mehr das Problem. Wie findet ihr das Bild? Ich finde das super, super schön. Also mega groß, ne? Also, da muss ich mal gucken. Und entsprechend viele Steinchen haben wir auch. Die zeige ich euch gleich. Aber ich finde das Bild echt super, super, super schön. Wollen wir das mal ausmessen? Mal gucken. Das ist eine Herausforderung, aber der stelle ich mich. Ich schnapp mir mal mein Maßband. Okay, da ist meine Dose runtergefallen. Ich dachte, ich könnte das Maßband runterziehen. Es tut mir leid, das hat jetzt ein bisschen gescheppert. Ich habe gedacht, ich kann mein Maßband da so ganz elegant rausziehen. Aber der letzte Knüttel hat das Ding mit runtergezogen. Es tut mir leid, ist ein bisschen laut geworden, aber ja. Okay, wir brauchen eine Breite. Was haben wir gesagt? Von
Ach, wir gucken mal auf die Legende. Von 60 mal 79. Das heißt, breit sind es 60. Ja, wir sind fast bei 60. Wir sind bei 59,7. Passt. Die Länge. So, jetzt wird es aussehen. Muss ich das einmal drehen, sonst kann ich das nicht abmessen. Bei so großen Bildern ist es aber voll der Umstand. So, und wir haben hier eine Länge von, na, gucken wir mal, von 78,7. Also fast 79 cm. Also immer ein paar Millimeter ist aber auch völlig okay, ne? Das passt dann schon. Das ist überhaupt kein Problem. Ich sag mal, wenn es jetzt 5, 6 cm wären, dann würde ich sagen, oh, das ist aber jetzt nicht so gut, ne? Aber so ein paar Zentimeter ist schon in Ordnung. Ach, ich finde das Bild so schön. Ich bin mal gespannt, wie der Schwan rauskommt, weil klar, der Schwan ist halt natürlich hauptsächlich weiß. Aber wir gucken mal hier. Ich mache euch das mal zu. Wir haben übrigens eine Flauschleinwand und einen abgesteppten Rand. Ist für mich auch völlig okay. Der abgesteppte Rand, den schneidet man ab. Also der müsste für mich jetzt nicht abgesteppt sein. Flauschleinwand finde ich super. Aber der abgesteppte Rand muss jetzt nicht zwingend sein, weil wenn ich das Bild hinterher irgendwo draufklebe, dann schneide ich auch ganz, ganz oft den Rand ab. Es sei denn, ihr zieht euch das auf eine Leinwand oder auf einen Keilrahmen, dann ist es natürlich was anderes. Dann braucht ihr das ja. Na, dann braucht ihr den Rand ja auch. So, aber passt mal. Ich will mal mit euch gucken, weil seht ihr das? Der Schwan ist natürlich schon, der hat natürlich schon seine Konturen, sodass man den als Schwan erkennt. Ne? Also, dass man auch die Konturen sieht. Aber man sieht es halt noch nicht auf der Leinwand, weil natürlich wir einen hellen Untergrund haben oder ziemlich hell sind mit schwarzen Symbolen. Da kann man das nicht so gut sehen. So, wir haben hier 72 Farben, habe ich euch gesagt. Wir haben hier wieder eine Sticker-Legende, könnt ihr wieder einfach abziehen. Ich schneide mir immer die Zahlen ganz vorne weg, weil die brauche ich tatsächlich nicht. Und was ihr machen könnt, ihr könnt euch die restlichen auch aufheben. Die könnt ihr einfach wieder könnt ihr einfach benutzen, einfach was draufschreiben. Funktioniert, dann habt ihr euer Vorschaubild, könnt ihr in euer Logbuch schreiben, in euer Tagebuch, wie auch immer. Dann habt ihr nochmal alle Daten dazu, wie das Bild heißt, von wem es ist, das Bild selber, die Größe, ob eckig, ob rund, wie die Bildbezeichnung ist. Ne? Wenn ihr da mal irgendwie sagt, oh, wie heißt denn das Bild, ich kann es gerade nicht finden oder es ist zum Beispiel nicht mehr drin, kann man bei Karatart auch speziell nach der Nummer fragen, dann kann Karatart das auch relativ schnell finden. Ja, also wir sind auf jeden Fall Sticker. Was ich immer mache, ich fotografiere mir das einfach, beziehungsweise schmeiße mir das einmal auf den Kopierer, sodass ich das nochmal als Papierlegende habe für irgendwas und dann kann ich die einfach zerschnippeln. Ich habe euch ja gezeigt bei dem Axolotl, wie ich das abgekittet habe, dass ich mir die habe mir zweimal kopiert, weil ich die ja in meine 35 Slotboxen reinpacke. Tatsächlich würde ich bei so einem großen Bild, würde ich tatsächlich drei Slotboxen benutzen. Einfach. Klar, wir haben 35 Slot, wir haben zwei Farben in dem separaten Ding, aber auch deshalb, oder beziehungsweise zwei Slotboxen, also 2x35 Slotbox plus eine Meshtasche, weil wir hier noch viele, viele Steine übrig haben. Wir haben viele Farben und natürlich auch eine Menge Steine. Und da empfiehlt es sich tatsächlich noch eine kleine Tasche mit dazu zu nehmen, wo man die restlichen Steine einfach reinpackt. Also entweder 3 35 Slotboxen oder 2 plus noch eine Meshtasche, weil zwei Farben paintet ihr dann im Zweifelsfall halt aus einer Zipptüte. Zeige ich euch aber auch gerade mal, wie ich das machen würde. Und zwar würde ich hingehen und würde mir tatsächlich solche Symbole, solche Sachen suchen. Zum Beispiel die würde ich hier, dadurch, dass wir hier so wenig Steine drin haben, würde ich die dann aus den Zipbeutelchen painten und alle anderen würde ich dann abkitten. Ne? Alle anderen 70 Farben. Und dadurch, dass es jetzt hier nur so wenig sind und man braucht die nicht so häufig, würde ich die dann rauslassen und würde mir die dann aus dem Zipbeutelchen rausholen, also aus dem Druckverschlussbeutel. Und die anderen würde ich dann abkitten. Die sind ja schön der Reihe nach sortiert. Und ja, aber hier könnt ihr nochmal die HB-Farben sehen. Die sind auch super, super schön. Und auch hier, das Gelb passt perfekt. Das passt so, so gut, auch als HB, auch im Schnabel, weil es halt von der Beschichtung her so gut passt. Auch die Farbe. Sehr, sehr schöne Farben. Ein bisschen grün. Und die 775.
Oh, die 200. Oh. Guckt euch mal die 211 an. Da haben wir richtig viel. Wir haben nur so ein paar gefunden. Wo sitzen die denn alle? Oben in den Blüten sitzen noch ganz viele. So drumherum, um die Blüten drumherum sitzen noch welche, sehe ich gerade von hier aus. Und hier hinten, schaut mal, wir haben ja hier auch noch so Blüten und da sitzt auch das L ganz viel. Da sitzt das ganz, ganz oft drin. Finde ich gut, passt auch sehr, sehr gut. Das ist dieser, wartet mal, ich zeige euch das auf der Legende. Das ist dieser Baum hier im Hintergrund, ne? Dieser Kirschblütenbaum, was auch immer. Aber dieser, ja, da ist sehr viel von dem Lila drin. Finde ich aber gut. Passt auch sehr, sehr gut, finde ich. Und hier im Gewand, ne? Es sind so ein paar Stellen, wo das L noch drin sitzt. Sehr geil. Oh, da haben wir richtig viele AB-Steine. Und davon haben wir wieder ganz wenig. Genau. Super. Und wir haben natürlich ganz viel Weiß. Ganz viele Tütchen Weiß. Schaut. Wartet mal, ich zeige euch das mal. Ich mache die nochmal kurz zu. Und dann drehe ich euch die um, weil nämlich tatsächlich ihr von der anderen Seite die sehr, sehr gut sehen könnt. Und jetzt laufe ich die mal hier mit euch so ein bisschen ab, dann könnt ihr die Farben mal so ein bisschen sehen. Da haben wir noch ein bisschen Gelb dazwischen. Es sind aber eher so ein bisschen gedecktere Farben. So richtig knallige, bunte Farben haben wir nicht. Rosatöne, Blautöne, so ein bisschen gedecktere Farben. Ja, aber sehr, sehr cool, ne? Aber auch hier so ein bisschen Rosa mit dabei. Sehr cool. Lieblingsfarbe aus diesem Kit finde ich ja die Farbe hier. Die Farbe ist total schön. Das ist die 3814. So eine richtig schöne Seegrasfarbe. Sehr geil. Die 3761 finde ich auch schön. Das ist so ein richtig schönes helles Blau. Was haben wir denn noch, was richtig schön ist von der Farbe her? Das ist auch so ein bisschen... Ja, hier haben wir noch unsere Bonbonfarbe, die 963, die ist auch wieder dabei. Unsere Bonbonfarbe. Ich weiß nicht, aber die Farbe, das ist der Knaller, die ist so, die schreit so Bonbon-Alarm. Ich kann es euch nicht sagen, warum, aber es ist halt tatsächlich so. Die 827 ist auch super, super schön. Ist auch super, super schön als AB-Farbe, ne? Also die 827, wenn ihr die habt als AB und ihr wollt hier austauschen, ist super. 159, 501. Dann haben wir hier vorne haben wir noch ein schönes Lila, die 208. Jetzt schaut mal. Die Farbe. Auch sehr, sehr geil. Die ist auch super schön. Und was ich hier auch als Farbe richtig cool finde, ist die 161. Das ist so ein richtig schönes Blaugrau. Richtig geil. Und stellt euch die mal als Wandfarbe vor. So geil. Ich habe ja bei mir als Wandfarbe. Ja, nicht ganz. Wartet mal, ich gucke mal kurz, welches bei mir eher als Wandfarbe gibt. Durchgeht. Wartet. Ich habe hinter mir eine graue Wand. Ja, ich würde sagen, bei mir ist es so die 159 als graue Wand. So die Wandfarbe. Ist aber cool. Sehr, sehr cool. Ja, ich würde sagen, sieht sehr, sehr fein aus. Auf jeden Fall ein richtig schönes, großes Bild. Ich werde aber hier diesmal heute keine Paintprobe machen, weil ich noch nicht weiß, ob ich das Bild selber painten möchte oder ob ich das an meine Freundin vielleicht, aber auch nur vielleicht verschenken möchte. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich werde das nicht verkaufen oder sonst irgendwie da Geld mit verdienen. Das will ich nicht. Nein, aber ich finde, Bilder wollen auch gemacht werden. Und wir stellen euch ja so viele Sachen vor, die wir auch von Karatart gestellt bekommen. Und das ist auch super, super lieb und auch nicht immer, auch kein Muss in dem Falle. Und deswegen, ich möchte damit kein Geld verdienen, ich möchte die auch nicht verkaufen. Aber ich möchte mir eventuell das Bild vorbehalten zu verschenken. Allerdings weiß ich nicht, ob das ein Bild ist, was die beiden mögen. Deswegen, ich werde da wahrscheinlich ihren Mann mal fragen, und werde ihn mal anhauen und sagen, ist das was, was ihr euch vorstellen könntet, euch in die Wohnung zu hängen, wenn es fertig ist oder nicht? Und ich finde es tatsächlich sehr, sehr schön. Also ich würde mir das irgendwo in den Flur hängen, weil ich habe ja, dadurch, dass ich ja 3 Etagen habe, habe ich sehr viel Flur. Also wirklich sehr viel Flurfläche, wo ich sehr viele Bilder ranhängen kann. Der Flur ist allerdings noch nicht gemacht, weshalb ich jetzt aktuell noch nichts dranhänge. Aber das wird eventuell mal meine Bildergalerie werden.
So ist zumindest der Plan, wenn die Wände mal irgendwann fertig gemacht ist, wenn der ganze Flur irgendwann mal gemacht ist. Das kann ich allerdings nicht selber machen, weil ich so hohe Decken oben habe, dass ich da nicht drankomme. Und ich auf Leiter steigen mit irgendwie Malern und so. Nein, das muss nicht sein. Vor allen Dingen nach oben hin, so hoch, so eine hohe Leiter habe ich gar nicht. So eine hohe Leiter habe ich nicht. Habe ich nicht. Deswegen kommt da, lasse ich das machen. Aber das, da muss ich erst noch ein bisschen Geld beiseite legen, bevor ich das machen lasse. Weil es ist halt auch leider nicht so ganz günstig. Und da muss ich mal gucken, ob ich das eventuell sonst wirklich verschenke als Bild. Weil das auch ein super schönes. Das ist so schön. Oder ob ich das irgendwann selber mache. Aber es ist halt sehr, sehr geil. Aber ich finde das sehr schön. Vielleicht mache ich doch was selber. Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen, Leute. Ich bin unentschlossen. Aber ich finde das Bild sehr, 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 sehr schön. Und ja, nein, ich möchte mit den Bildern von Karat Art kein Geld verdienen. Das kann Karat Art selber machen. Aber ich freue mich immer, dass ich die Bilder vorstellen darf, dass wir uns das wirklich auch aussuchen dürfen aus den Kollektionen und dass wir euch dann die Sachen vorstellen dürfen. Also ich bin ja auch, ich gucke dann auch immer, welche mir wirklich zusagen und die stelle ich dann auch vor. Also ich bin nicht bei jeder Kollektion dabei, das werdet ihr auch wahrscheinlich schon gemerkt haben, sondern ich suche mir wirklich die raus, die für mich auch super sind, die Bilder, ne? Also die für mich auch passen. Das ist so ein bisschen außerhalb der Komfortzone, weil ich ja nicht unbedingt so ein Menschenpainter bin. Aber das hat mir so gut gefallen, weil auch dieses, ich weiß nicht, auch diese Figur, für mich könnte es auch einfach nur diese Figur als Paint, als Bild geben. Also es ist wirklich nur so ein Ausschnitt von der Figur. Ja, ich finde die so, das finde ich so hübsch. Einfach nur so. So, das könnte von mir aus auch als Painting geben, ohne den Schwan. Aber so ist das natürlich. Aber deswegen braucht man natürlich so ein großes Bild, ne? Also, wenn man jetzt nur den Ausschnitt hätte, könnte man das vielleicht kleiner machen. Aber durch den Schwan ist es natürlich viel, viel Bild. Viel Bild. 60 mal 80 ist viel Bild, Leute. Viel Bild. Wenn ich überlege, mein aktuelles Axolotl ist nicht ganz so groß. Es ist ein bisschen kleiner. Ja. Danke. Okay, habe ich mir aber selber aus. Aber tatsächlich habe ich mir das Bild ausgesucht, da stehen. Wenn wir uns die Bilder aussuchen, ich bin am Überlegen, ob da mal schon Größen dabei stehen. Da stehen keine Größen dabei. Deshalb, wir wissen, also ich weiß dann immer nicht, wie groß ist das Bild. Ich lasse mich dann auch immer überraschen, wenn wir die Bilder bekommen. Aber ich finde es tatsächlich für uns auch immer eine super, super schöne Überraschung, welche Größe die Bilder haben. Und ob mit rund oder mit eckigen Steinen. Wir haben hier eckige Steine, aber ich habe zwischendurch auch hin und wieder mal Vorstellungen mit runden Steinen, was ich auch völlig okay finde. Ich bin damit fein. Also ich habe zum Anfang habe ich gesagt, ich möchte nur Bilder mit eckigen Steinen haben, weil rund ist jetzt nicht so meins und so. Aber tatsächlich klebe ich mittlerweile auch ganz, ganz gerne Bilder mit runden Steinen. Aber das ist echt so schön. Und der Schwan, ich bin so gespannt, wie der Schwan rauskommt, ne? Weil hier sieht man echt nicht viel. Man kann es so ein bisschen erahnen, aber viel sieht man hier tatsächlich nicht. Aber ich bin da super, super gespannt, wie der Schwan rauskommt. Wir haben hier eine Fläche. Mega, wie gefällt euch das? Ach, bevor ich es vergesse, ich werde euch auf jeden Fall jetzt nochmal die drei anderen Bilder oder zwei anderen Bilder. Ich weiß gar nicht, ob es drei oder zwei andere Bilder sind, aber die anderen Bilder zeige ich euch jetzt nochmal. Ich werde die direkt von der Webseite mir Fotos machen, für mir Screenshots machen und die werde ich euch jetzt einblenden. Ich finde, das ist immer ein bisschen schöner, als wenn ihr nur die Bilder seht. Und dann ist da, könnt ihr eventuell auch direkt erkennen, den Preis und glaube ich auch, wie groß die sind. Ich bin mir nicht sicher, was auf den Screenshots drauf passt. Aber ich blende euch mal die Screenshots ein. Da sind die Motive halt einfach ein bisschen größer. Und dann könnt ihr mir sehr gerne mal unten reinschreiben, was so euer Favorit aus der Kollektion ist. Ich finde es ja eigentlich ganz cool, dass wir immer in diesen Mini-Kollektionen immer mal so nur so zwei, drei, vier Bilder haben. Finde ich per se ganz cool. Allerdings muss man bei manchen Sachen halt auch immer sehr, sehr schnell sein, weil die dann so viele haben möchten. Bei anderen Bildern ist es tatsächlich so, da hat man dann immer noch ein bisschen Puffer, wo man dann sagt, ja, passt schon, bestelle ich mal irgendwann mit. Wenn nächste Woche noch eine Kollektion rauskommt, vielleicht kann ich dann zwei Bilder auf einmal bestellen. Klappt manchmal, aber nicht immer. Das ist halt der einzige Nachteil, wenn man immer so Mini-Kollektionen hat, als wenn man mal so eine größere Kollektion mit 5, 6, 7 Bildern hat. Weil da kann man sich dann die rauspicken, die man will, zwei, drei Stück und dann gib ihm, wenn man natürlich so viel Geld zur Verfügung hat, weil die Bilder natürlich auch nicht so ganz günstig sind, ja. Aber dafür haben sie echt eine super, super tolle Qualität.
kann ich gar nicht meckern. Also ich bin ja beim Axolotl dran und das lässt sich legen, mein Gott. Wie geschnitten Brot. Wie geschnitten Brot. Das geht so gut, klar, wenn wir viel Farbwechsel haben, dann nicht. Aber wenn ihr zum Beispiel viel mit einer Farbe habt, dann kann man auch super, super gute Mehrfachaufsetzer benutzen. Bei, sagen wir es mal so, bei qualitativ nicht so guten Bildern ist es halt so, dass wenn man mit Acrylsteine arbeitet, man mit einem Mehrfachaufsetzer immer gucken muss, funktioniert es oder funktioniert es nicht, oder setze ich mit einem Einzelaufsetzer, weil dann einfach das Ergebnis schöner ist. Hier kann man definitiv mit Mehrfachaufsetzern setzen. Wir haben Hartsteine und die passen super gut ineinander. Man kann super, super gut mit einem Mehrfachaufsetzer die Sachen setzen. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus, weil die Steine wirklich ineinander passen und das vom Ergebnis her super aussieht. Aber ihr werdet es auch beim Axolotl sehen. Den werde ich euch noch zwischendurch ja nochmal zeigen. Also behaltet das auf jeden Fall im Blick. Ihr könnt auf jeden Fall dann immer mal schon die Sachen sehen. Wenn ihr das sehen wollt, wie nahtlos die auch mit einem Mehrfachaufsetzer passen, schaut euch mal bitte das Video von gestern an. Wir haben ja gestern den Startschuss gehabt für unser Event und da habe ich mit euch live in dem Video gepainted und auch mit einem Mehrfachaufsetzer gepainted. Und dann könnt ihr mal sehen, wie gut die Steine ineinander passen. Klar, wir haben dann auch immer mal Ausschusssteine. Ich habe auch Ausschusssteine gehabt, mit so kleinen Näschen dran oder so oder innen drin mal hohl. Die habe ich mir einfach raussortiert. Es sind genug Steine da, macht euch da keinen Kopf. Und falls euch wirklich mal Steine fehlen sollten, dann schreibt einfach Karat-Art an. Die haben einen super lieben, netten Kundensupport, die dann auch fix antworten. Die sind auch sehr, sehr oft und sehr, sehr lange für euch da. Also da macht euch gar keine Sorgen. Da kriegt ihr auch schnell eine Antwort. Ihr könnt natürlich nicht immer erwarten, wenn ich jetzt einen Kundensupport anschreibe, dass ich innerhalb der nächsten 5 Minuten eine Rückmeldung kriege. Das kann passieren. Da würde ich mich aber nicht drauf verlassen. Aber ich denke mal, innerhalb von 24 Stunden sollte das auf jeden Fall möglich sein. Ihr müsst den Leuten halt auch immer die Chance geben, dann auch zu antworten. Das ist jetzt ja bei uns kleinen Unternehmern ja auch so, ne? Klar, wenn ihr Glück habt und ich gucke in dem Moment aufs Handy, wenn eure Mail eingegangen ist oder ein paar Minuten später, dann kriegt ihr dann von mir auch relativ schnell eine Rückmeldung. Ansonsten dauert es halt dann einen Tag, ne? Es sei denn, ihr landet im Spam und ich sehe das nicht direkt. Aber ich gucke, kontrolliere eigentlich meinen Spam-Ordner relativ regelmäßig und da ist eigentlich auch selten was drin. Also zumindest eure Mails sind da nicht drin. Von anderen irgendwelchen random, keine Ahnung was Mails, die sind da schon mal häufiger drin, aber die interessieren ja nicht. Das ist auf jeden Fall sehr geil. So, das packe ich jetzt nämlich auch wieder zusammen. Allerdings nicht mehr in diese Hülle. Weil da kriege ich das Bild nämlich nicht mehr rein. Ich packe meine Bilder immer lose in den Karton, weil ich brauche den Schutz ja jetzt auch gar nicht mehr. Also die hebe ich mir aber auf. Falls ich doch mal so ein anderes Bild habe, was ich da irgendwie reinpacken will oder irgendwas, dann habe ich immer noch so eine lange Tüte da. Ja, das packen wir jetzt auf jeden Fall wieder ein. Sehr, sehr schön. Oh, ich liebe das. Ich finde das Bild schön. Aber es ist sehr, sehr groß. Für mich sehr, 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 sehr groß. Wir haben übrigens Sachen, sagen wir nochmal, Zahlen, Buchstaben und Symbole natürlich, ne? Weil 72 Farben bleibt das gar nicht aus. Aber Symbole, die man halt relativ gut malen kann. Ja, die Symbole kann man relativ gut malen. Also da ist nichts bei, was jetzt irgendwie so kryptisch ist, dass man das nicht malen könnte. Nö. Aber ihr habt ja Sticker, ihr braucht ja gar nicht malen, ne? Sehr cool. Also, was machen wir jetzt? Wir rollen das Bild wieder auf. Wartet. So, ich mache das mit euch zusammen. Und dann, wie gesagt, ich möchte von euch wissen, was euer Lieblingsmotiv ist. Lasst es mich wissen. Es interessiert mich tatsächlich. Ich bin da sehr gespannt, was euer Favorite von den Sachen ist. Also, mein Favorite neben dem ist noch das andere. Oh, ich kann euch nicht sagen, wie das Bild heißt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe nur das Motiv gesehen. Das andere Motiv mit dem Mädchen. Das finde ich auch echt sich sehr, sehr süß. Das finde ich auch tatsächlich ganz hübsch. Ich glaube, da ist das Bild auch nicht ganz so groß. Aber das ist schon schön. Sehr schön. So, jetzt kommt mein großer Karton wieder ins Spiel. Zack. So. Und dann schieben wir das Bild, zack, 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 wieder da rein. Ja. Und dann kommt das auf meinen Stapel ungepainteter Bilder. Ich habe tatsächlich so eine Lücke zwischen den Kleiderschränken, wo ich die raufpacken könnte. Allerdings ist das ein bisschen zu breit. Das kommt oben auf den Kleiderschrank. Da fällt es auch nicht runter und da stößt auch keiner ran. Da kann halt nichts passieren.
Es kommt oben auf den Kleiderschrank. Ich habe tatsächlich von Karat-Tart nicht ganz so viele, die so breit sind. Ein paar aber leider schon. Und die wandern ganz oben auf den Schrank, weil der Karton halt auch so lang ist. Und ich lasse die ganz gerne in den Karton, weil wir ja hier oben, hier vorne vor auch das Etikett drauf haben, was da drin ist, was natürlich sehr praktisch ist. Ne? Ist natürlich sehr, sehr praktisch, dass man das dann hat. Und dass man dann auch dann oben auf dem Schrank halt sehen kann, was genau sich in dem Karton befindet. Ja, ihr Lieben, das war's von mir. So schön. Und ich kann das nicht anfangen. Ich muss mein Axolotl weitermachen. Das ist Eventware. Heiße Eventware. Ich muss mein Axolotl weitermachen. Und ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, falls ihr noch nicht am Event teilnehmt, wenn ihr vielleicht doch mit am Event teilnehmen möchtet und Lust habt, weil ich finde, so ein Sommersonne, Strand und Meer, es findet sich da auf jeden Fall bei Karat-Art super gut ein Motiv. Und falls ihr noch nicht fündig seid und sagt, ja, die sind aber alle ausverkauft, die ich im Blick habe, Karat-Art kriegt nochmal einen Restock. Und wenn es ein Restock ist von den Bildern vor dem 1.6., dann könnt ihr auch auf die Restock-Bilder mit dem Coupon-Code aus dem Event sparen. Allerdings, wie gesagt, die Coupons für das Event gelten nur einmal pro Kunde. Und sind auch nur bis zum 31.08. gültig. Also so lange, wie offiziell das Event läuft. Und so lange könnt ihr den Code dann auch benutzen, wenn ihr möchtet. Ja. Karat-Art freut sich auf euren Einkauf. Ist das gemein, oder? Es ist aber auch, es ist natürlich schon gemein, wenn man so immer so neue Bilder sieht und die gefallen einem und dann, ja, irgendwann muss man die auch machen. Aber ich glaube, ihr seid alle ein bisschen fleißiger als ich. Ich kann euch die nur zeigen und vorstellen, so viel machen. Ist immer ein bisschen schwierig, aber jetzt fürs Event, da bin ich fleißig dabei und dann kann ich euch das gute Stück vielleicht hoffentlich auch fertig zeigen innerhalb des Events und vielleicht schaffen wir es auch innerhalb des Events noch ein neues Bild anzufangen. Ja, genau, so machen wir das. Das ist der Plan, der Masterplan für mein Masterpiece von Karat-Art. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Lasst euch nicht ärgern. Habt Spaß bei dem, was ihr auch immer tut. Bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.